Hallo und willkommen zurück zu Civilization 6. Wir haben zuletzt Brüssel eingenommen. Die Griechen, die haben schon ziemlich fette Einheiten. Gut, die könnten wir auch bauen, aber die KI, die ist da so ein bisschen hinterher normalerweise. Die hat auf jeden Fall schon ziemlich dicke Einheiten. Wenn die uns damit angreift, könnten wir auf jeden Fall ein Problem bekommen. Ich bin jetzt schon ein bisschen Bogenschützen am Bauen, die man zur Not zu Armbrustschützen upgraden könnte. Deshalb habe ich das Armbrustschützen-Ding noch nicht erforscht, denn das hier würde... Das könnte man gerade mal eine Runde erforschen und wieder wegnehmen, damit wir die zur Verfügung hätten, wenn wir sie brauchen. Die Bogenschützen, die könnte man halt recht schnell dann upgraden. Das Problem wäre natürlich, wenn ich gleich das Geld ausgebe, um, um die Teils zu kaufen, dann geht das natürlich nicht mehr. Die sind immerhin mit dem Inder im Krieg. Es wäre also ein bisschen blöd von denen, mir jetzt auch den Krieg zu erklären. Ich glaube, die wissen einfach nur nicht, wohin mit den Einheiten und laufen dann zwischendurch zu mir. Wer ist 48? Das ist schon fies. Die Bogenschützen sind halt im Moment kostenlos, weil die nur 1 Maintenance kosten und wir die Maintenance um 1 reduzieren. Also effektiv 0. It's not working. Move them or face the consequences. Ja, das können wir... Das macht nie Sinn, da zu sagen, ja, mach ich, weil die werden immer... Die werden dann sagen, du hast dein Versprechen nicht gehalten und dann ist man im Arsch. Also das macht überhaupt keinen Sinn. So, hier nehmen wir ein bisschen mehr ein. Wir sollten aber das hier möglichst beschleunigen. Den... Aber noch mit denen will ich eigentlich überall handeln. Aber die hier kommen nicht in die Pötte. Deshalb schicken wir den jetzt dahin. Die bauen das jetzt. Das hier muss ich schnell wieder ändern. Nicht, dass ich das versehentlich fertig forsche. Da brauchen wir die 3 Workshops. Die haben wir noch lange nicht. Ja, hätten wir wieder einen mehr. Aber ich habe keine Stadtstaaten, wo ich die reinstecken kann. Da muss ich auf jeden Fall jemanden schicken, der das erkunden kann. Hier machen wir mal mehr Archer. Hier oben, das wollte ich ja auch noch fällen. So, Industrial Zone. Hier haben wir leider keine die Grenzen automatisch dahin erweitert. Die haben hier damit schon mal angefangen, da können sie das doch gerade noch fertig machen. So, hier die müssen weiterziehen. Ja, die Bogenschützen sind schon auf 3, das ist auch sehr schön. Da unten haben sie ein Geschütz, aber auch nur auf 20. Das, die tun sehr wenig, selbst gegen meine Billigeinheiten. Die sind voll. Dürfen noch mal warten. Jawohl. Jetzt haben wir 8 durch die beiden Universities. Wenn das eigentlich Schwachsinn ist, den kann besser dahin. Von da wird schon niemand kommen. Der hat angegriffen. Dann wird der jetzt sterben, weil die noch ihren Zug haben, oder?
Ne, die greifen den nicht an. Ne, die sind auch so dämlich. Also die Ritter sind auf jeden Fall stärker als die Elefanten. Ja, das können wir nur ignorieren. Weiteren Bogenschützen, die können mal das Monument fertig bauen. Die haben das fertig. Damit sind wir jetzt hier bei 93. Chemistry ist halt auch super, denn Chemistry ist eine weitere Forschung für höhere, weitere Forschung. Also wenn wir das hier haben, können wir noch schneller weiter forschen. Wir bräuchten Scientific Theory vorher noch. Aber das geht alles miteinander einher. Ja, Bilder will ich auch noch bauen, aber... Die geht mal dahin. Wir bauen das zu Ende. Das hier ist ein ganz netter Spot. So, die können nur ein Aquädukt bauen. Die haben 4 von 7. Die könnten auch einen Markt bauen. 4 von 7. Die steigen aber auch sehr bald. Da müssen wir hier irgendwas kaputt machen. Das sind leider alles recht gute Teils, die wir kaputt machen müssten. Ich glaube, das hier, das macht eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Aber da würde ich eher ein District hinbauen wollen als da, weil das ja Flachland ist. Das Teil ist besser, also machen wir das Teil kaputt. Also wenn wir noch ein District mit der Stadt bauen, dann da. Also. Die sollten aus der Schussreichweite von denen bleiben. Andererseits, die kriege ich sonst da nicht rüber. Ich mache das so und werde die danach swappen. Die sind auch voll genug, oder? Ja. So, die fahren dahin. Damit hätten wir unsere vier Trade Roads. All that glisters is not gold. Often have you... Jo. Jetzt können wir das hier kurz wegmachen. Oder wir nehmen hier diese Production in All Cities weg. Das ist mittlerweile eigentlich outdated. Jetzt können wir dieses Teil-Purchasing nehmen. Wir haben ordentlich Geld bekommen. Jetzt sind wir 210. Das könnte für ein paar Teils reichen. Wir wollen mit denen ein Industrial District bauen. Das kostet 84. Wir wollen damit ein Industrial District bauen. Das kostet auch 84. Mit denen kostet 56. Das können wir nächste Runde noch machen, bevor wir wieder umstellen. Die werden ja jetzt erst noch das hier fertig und dann können wir das wieder umstellen, dass wir mehr Geld bekommen. Wir könnten das sogar machen, dass wir mehr Builder-Charges bekommen und nehmen dann noch ein anderes mit zum Forschen, bevor wir hier drauf gehen. Zwei Karavellen, die bekommen wir sowieso nicht. Weitere. Ja, jetzt können wir das hier auch... Ja, die bauen das jetzt fertig, das eine Ding. Zwei Kultur mehr. Bogenschütze. Grenze sichern. Jawohl.
Ich sehe da auch gar keine Elefanten. Also die Inder, die könnten wir eigentlich sogar gleich angreifen. Puh, ja, das ist ja mal ziemlich schlecht. Das kannst du auch vergessen. Die mögen uns aber nach... Doch, der Gandhi ist nur unfriendly. Na toll. Das ist gerade der, den ich angreifen will. Wir bräuchten Handelspartner. Also ich sollte mit irgendwem in den Ozean paddeln. Da muss ich gleich mal schauen, wie das... Für das Ocean brauchen wir Kartografie. Build two harbors. Machen wir erstmal das. Der hier wassert schon mal. Den benutze ich dann zum Erkunden. So, die beiden kann ich swappen. Dann ist der Bogenschütze aus der Schussreichweite von dem Ding. Also der muss nach links laufen. Na, hätte der auch machen können, ist egal. So. Der muss jetzt auch nicht unbedingt in die Reichweite davon rein. So, nächste Runde kann ich eigentlich schon angreifen. Ja, doch, nächste Runde. So, jetzt wollte ich... Ach, das eine Teil noch kaufen, damit wir hier auch einen Industrial District bauen können. Dafür brauchen wir drei Workshops. Die sind im Moment noch dieses Ding am Bauen. Aber die hatten ein bisschen mehr Produktion als die. Ja, das heißt, die sind da ein bisschen schneller mit fertig. Das kostet 56. Machen wir. Wie viel würde das hier noch kosten? 84. Die haben wir jetzt nicht. Wir haben jedenfalls jetzt drei Industrial Districts, die wir bauen können. Das hier werden wir gleich auf die Wartebank schieben. Ich kann ja jetzt wieder die Policies ändern. Wir könnten, und das werde ich jetzt auch, denke ich, machen, dass wir Bilder uns holen, die dann die Produktion beschleunigen. Ja. Dann bauen die jetzt einen Bilder. Die einen Bilder. Denn das geht schneller. Ja, es geht nicht schneller. Wenn die Industrial Zones bauen, das geht schon so schnell. Wie viel Produktion haben die denn? Die 27,6. Das ist schon ganz schön ordentlich. Die brauchen 5 Runden. Bauen. Achso, weil die wahrscheinlich angespart haben. Ja, okay. Ja, die machen das aber mit den Bildern jetzt. Die bauen auch ein. Und die bauen erstmal das Ding, das District fertig. Dann können wir hier erstmal weiter. Wir könnten das hier erforschen. Noch eine Runde, sodass wir das wieder bereit haben. Muss ich gleich dran denken, dass wir das wieder umsetzen. Sodass wir das, wenn wir es brauchen, wieder die Policy ändern können. Aha. Ich hätte natürlich die Worker schon vorher anfangen können zu bauen, statt die Bogenschützen, aber jetzt haben wir hier eine ganz schöne Abwehr. Die Bogenschützen sind zwar nicht stark, aber wenn wir die halt zu Armbrustschützen upgraden können. Das wäre schon nett. Das sind noch 5 Runden, aber das macht keinen Sinn, das jetzt zu beschleunigen. Denn wir haben die Workshops noch nicht und ohne die Workshops kann man auch die Factories nicht bauen. Jetzt stehen mir diese Deppen im Weg. Den hier können wir platt machen. Müssen mal gucken, dass wir die mit dem angreifen. Ich muss aber erstmal dran denken, dass ich die beiden Sachen umstelle. Ephesus haben die Griechen gebaut. Na gut.
Da haben wir den Arbeiter. So, die sind mehr als die Hälfte voll. Die können jetzt was anderes erforschen. Wir nehmen die, die Kartografie. Die brauchen wir sowieso, um dann da hinten durchzukommen zu den Powerplants. Bis dahin ist es natürlich noch ein Weg, aber das hier ist erstmal gut, um auf Ocean Tiles fahren zu können. Ich will hier ganz gerne noch andere Stadtstaaten finden, um die Boni hier reinzusetzen. Wir haben 5 Envoys, die wir nicht benutzen können. Das hier wollte ich auch umsetzen. Damit holen wir uns das Exploration. Die Karavellen, die baue ich nicht. Die können jetzt das Industrial District sehen, bauen. T noch da unten hin. Oder die bauen nochmal ein Builder. Was eigentlich auch gar nicht so schlecht. Dann hätten wir hier eine Reserve. Und der kann sich schon mal auf den Weg machen. Zack. So, und die müssen jetzt anfangen. Das ist eine 10er-Stadt, die wir dann bekommen. Die haben den Krieger reingeschickt, was sehr schade ist. You are wise to leave our neighboring city-state to us. Loyalty. Die finden es gut, dass wir die platt machen. Da haben wir einen Krieger. Den würde ich ja jetzt schon sehr gerne töten. Wir haben aber dazu keine vernünftige Option. Wir könnten den damit einmal anschießen, den rüberstellen und nächste Runde den platt machen. Die sind da gleich für das auf die Mauer schießen gut. Die können da direkt gegenlaufen. Ja komm, steigern wir den mal gerade. Damit der auch mal auf die 4 kommt. Der lebt da schon verhältnismäßig gefährlich, wenn er von Zweien angegriffen wird. Den lasse ich da erstmal. Den können wir gleich zum Einnehmen verwenden. Ja, Bötchen fahren. Ach, der ist noch beschäftigt. Und die sind alle am Bauen. Forschung hatte ich umgestellt. Perfekt. Unique Culture. Ja. Bin auch impressed. Wir hatten natürlich auch Glück, dass unter uns so viele Stadtstaaten waren, was zum einen ein ganz guter Puffer gegen die Gegner war. Und zum einen sind das Staaten, die man, oder Städte, die man sehr gut einnehmen kann. Und die man, die keine Warwariness bringen. So, die jetzt nicht steigen, weiß ich nicht. Ja, der hat's ordentlich aufs Maul bekommen. Der ist abgehauen, das ist schlecht. Den kriegen wir doch nicht eingefangen. Dann müssen wir wohl drauf verzichten. Und machen jetzt die Stadt kaputt. Meins. So, 2 Arbeiter bekommen. Schön. Das ist dann auch wieder eine sehr schöne Stadt, die hier am Fluss liegt. Jetzt müssten wir eigentlich direkt weiterziehen und den Inder angreifen.
Vielleicht erstmal in der Stadt. Ja, gucken wir erstmal hier. Industrial District. Das brauchen wir jetzt. Dahin. Richtig? Theo, ja. Das können wir entfernen. Die können da gerade noch eine Farm hinpflanzen. Die können das hier direkt beschleunigen. 5. Ja. Need more housing. Die könnten auch Farmen brauchen. Das hier könnten wir platt machen. Und dann eine Farm hinbauen. Da können wir auch noch eine Farm hinbauen. Ja, da haben wir noch am meisten jetzt zu tun. Und natürlich... Naja, hier hätten wir noch ein bisschen. Da könnten wir noch was bauen. Ja, mittlerweile sind da ein paar Teils dazugekommen. Ist schon ganz gut, dass wir da jetzt die Arbeiter bauen. Und da haben wir auch einen bekommen. Die brauchen 18 Runden für diese dämlichen Mauern. Die haben überhaupt keine Produktion. 3,1. Die müssen auf jeden Fall bald eine Karawane bekommen. Da geht die nächste hin, wenn das hier fertig ist. Er wird wahrscheinlich nicht mehr weit fahren können. Die brauchen natürlich auch noch die Walls. Die habe ich vergessen eben. Wenn wir natürlich einen Handelspartner hätten, der uns Geld für unsere überschüssigen Ressourcen geben würde, das wäre auch ein ordentlicher Boost. Ding, ding. Ja, neue Handelsroute. Dann bauen wir in einer Runde den Trader. Die könnten leider... Die könnten University bauen. Bringt auch einen Housing-Slot dazu. Boost. Mhm. So, die können... Da eine Farm hinbauen. Den Sumpf trockenlegen und eine Farm hinbauen. Die bauen, die reparieren erstmal. Abwarten. Regen. 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 Ja. So, und die können die Ancient Walls bauen. Das wird mir das da zu eng. Eventuell macht es Sinn, da in der Bogenschützen rüber zu schicken. Ja, den können wir nachher ziehen. Der hat da die Farm gebaut. Der hat jetzt da oben nichts mehr zu tun. Wir könnten uns natürlich diese Teils holen. Ich denke, ich werde das hier abholzen, eine Mine bauen und dann... Camp hinsetzen. Und hier hatten wir noch einiges, was wir improven mussten. Hier kann man eine Farm hinbauen, da kann man eine Mine hinbauen. Da muss aber auch das Industrial Viertel hin. Das machen wir jetzt parallel. Ach, das geht hier noch nicht, weil die zu klein sind. Scheiße, 7 brauchen die. Die haben kein Growth, überhaupt keins.
Die haben auch keine Option, da was dran zu ändern. Na doch, die könnten das machen. Das machen, das machen. Hey, das ist... So. Jetzt haben sie 11 Runden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dämlich. Dann müssten die das Industrial District bauen, weil die es können. Das würde bedeuten, dass ich das Feld hier bald kaufen müsste. Das kostet jetzt 105, weil wir die Policy nicht mehr haben. Sobald wir die Arbeiter, ja, wir haben die Arbeiter ja alle gebaut. Eigentlich können wir die Policy jetzt wieder ändern. Weil zusätzliche werde ich jetzt nicht holen. Das heißt, ich erforsche das andere jetzt zu Ende. Ändere die Policy wieder auf Teils kaufen. Die anderen können alle rasten. Wir hätten jetzt auch eine Trade Route wieder zur Verfügung. Ja, die bin ich da am Bauen. Okay. Ja. Okay. Das könnt ihr vergessen. What would you give me? Nix. How unfortunate. Wir können gleich nochmal nach den... Ja, das ist egal. Die greifen wir eh gleich an. Nach den großen Persönlichkeiten gucken. Unser Geld ist auf minus 4 gesunken. History is the version of past events that people... Naja, ja, das war jetzt eigentlich nur dafür da, um das hier zu holen. Dann können wir jetzt weiter Exploration erforschen. Okay. Ja, die Stadt ist auf jeden Fall so gut wie kaputt. Die reparieren noch mal erstmal weiter. Die Ancient Walls müssten sie aber auch dann bauen. Denn das hier wird dann auf jeden Fall eine böse Kampfzone werden. Okay, die haben jetzt... Den muss ich auf jeden Fall hier lassen, weil die auch die Nahrung brauchen, damit sie gescheit wachsen. Oder? Ja, die konnten nämlich auch kein District bauen. Ne, die waren das, die kein District bauen konnten. Wenn wir den jetzt dahin schicken, gibt es natürlich kein Geld oder wenig Geld. Aber die wachsen schneller. Und wenn die auf 7 sind, dann können die auch das Industrial District bauen. Das hier wird jetzt beschleunigt. Noch eine Runde, dann ist es fertig. Der hat 2 Ladungen. Wir sollten, na, die ist eigentlich auch noch ganz okay dran. Die hatten katastrophal, was die bauen. So, dann sollten wir... Die hatten fast keine Teils mehr, die sie benutzen konnten. Die sind da oben schon, diesen Regenwald am Verbrauchen. Aber das haben wir nicht. Da könnten wir eine Farm bauen. Dann gehen wir da mal rüber. Oder die gehen dahin und können dann gleich das Industrial District beschleunigen. Ja, machen wir das so. Die hier sind ja gleich aufgebraucht. Jawohl.
Der kann da leider gerade nichts tun. Wobei, wir könnten das hier abholzen und damit das beschleunigen. Solange wir die da eh nichts zu tun haben, ist das wahrscheinlich die beste Wahl. Ja, da kann er nicht durch. Wir bräuchten Kartografie, um da weiterzukommen. Er kann ja runter zum Inder schwimmen, aber das wird auch nicht so wahnsinnig viel bringen. Die haben wir gezogen. Gucken wir hier nochmal rein. Moment for two random technologies from the industrial air Moran era reveals oil without the normal technology requirements. Also wir würden das... Ne, wir würden das nicht bekommen. Die haben 12,6. Alter Falter. Unmet Player. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr. Wir müssen gucken, dass wir den Industrial District schnell bauen, um alles zu beschleunigen. So, was mussten die noch bauen? Die können das Industrial District jetzt bauen. Das bauen die dahin. Die bauen ihre Wand fertig. Das können die aber jetzt hiermit beschleunigen. Rums. Die müssen noch wachsen, bis die das machen können. Dann können die da gleich noch eine Mine bauen. Die können das holen, aber da haben wir gerade kein Geld für. 88. Die haben das fertiggestellt, können den Workshop bauen. Das ist okay. Ich wollte da nichts ändern. So. Also das erste ist fertig. Der hat zwei Charges. Oh, das Ding haben wir jetzt auch bekommen. Plöpp. Der könnte auch das da eine Mine bauen und dann mit einem Charge übrig. Könnte man den erstmal behalten. Arbeiter mit nur einem Charge übrig sind ganz gut, weil man das Feld quasi frei machen kann, nachdem der Charge benutzt wurde. So, damit können wir wachsen. Indem wir das hier wegmachen und dann eine Farm hinbauen. Bam. So, die haben da eine Farm hingebaut. Die bauen dann da noch was hin. Jawohl. Die können jetzt die Walls bauen. Brüssel. Campus, bitte. Die müssten dafür aber auch Teils kaufen. Und die Forschung finde ich zwar sehr wichtig. Aber im Moment bräuchten wir eher Produktion. Das würde da, glaube ich, den meisten Sinn machen. Entweder da oder da. 1, 2, 3, 4, 5. Macht sogar da mehr Sinn. Weil wir hier wieder einen Adjacency-Bonus hätten. Die Mine. Und da könnten wir einen Campus oder eine Mine bauen.
Aha. Klingt gut. Ins Borus. Wollen wir hier den Campus hin? Camp Borus. Das sollte Ins Borus sein. Und hier machen wir den Campus für die hin. Preslav. Camp Preslav. Mit V, das ist egal. Da setzen wir den Campus für Karthago hin. Da könnte man eine Mine hinzimmern. Der Campus wäre sogar hier eigentlich besser. Und die würden auch durch die Mine einen Bonus bekommen. Aber der Campus, der würde hier von Adjacency bekommen. Und dann... Ne, davon ja nicht. Aber ich denke, ich mache das trotzdem. Oder wir machen das, Moment. Jetzt habe ich unten den gelöscht. Was ist das denn? Das war schon richtig. Camp Card. Es macht keinen Sinn, was hier gerade passiert. Wieso hat er jetzt das geändert? Ich will da drauf. Wieso ändert der das dann und setzt hier ein neues? Das macht überhaupt keinen Sinn. So. So, wir könnten hier unten könnten wir das, den Campus von Brüssel bauen. Das könnten wir sogar direkt machen, ohne dass wir Teils kaufen müssen. Die Stadt ist auch groß genug, dass wir da weitere bauen könnten. Walls wären zwar ganz nett, aber die werden sowieso Karthago angreifen. Wir müssten uns jetzt bloß dieses Teil da unten swappen. Eins Science. Ja, ist zwar nicht besonders toll, aber wenn die das hier noch bekommen, dann haben wir immer noch nur ein Adjacency. Aber eventuell bauen die da das Aquädukt hin und dann würden wir da noch eins mehr bekommen. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Aquä. Okay, die können... Die können da jetzt leider noch nichts machen, außer das Aquädukt bauen. Die müssen wachsen auf 7. Okay, fahren wir weiter. Ich werde hier mal nach unten. Na, da können wir auch nicht reingucken. Ist natürlich hier mit dem Anklicken jetzt ein bisschen blöd.
Wenn man die Einheiten nicht darunter sieht. So. Da können wir noch Einheiten vorschieben. Ich hoffe mal, dass der Typi da weggeht. Was sollen... Ach, die waren das am Bauen. Okay, das hier halten wir. Ja, der hat ja gar keine großartig andere Wahl. Naja, doch, wenn... könnten wir auch... Könnte auch dahin paddeln und dann einfach... Zwei... Ja komm, der fährt dahin, wartet dann gleich. Ja. Das hier ist eine Scheißstelle für das Katapult, weil er da nicht auf die Stadt schießen kann. Der müsste dahin. Der ist natürlich dann nach hinten hin offen. Wahrscheinlich wäre das hier sogar eine bessere Stelle. Ja. Wenn die da mit dem Ding fertig sind, dann sollten die... Ja, ist ja gut. Dann sollten die Bogenschützen weiterbauen. Denn mir deucht, dass die mich gleich da angreifen wollen. Karthago braucht mehr Amenities. Die sind aber erst bei minus 1, das ist okay. Also, das Katapult sollten wir hier hinstellen. Jetzt ist die Frage, wie ich da am besten hinkomme. Da machen wir die Mine rein. Die haben mir den Spot freigemacht. Den klemmen wir ein. Also er könnte den Campus beschleunigen. Wir können aber auch da die... das Mine-Dings da bauen. Wobei es sogar Sinn macht, die Ressource zu entfernen. Denn die bringt nur eins. Naja, ne, macht glaube ich keinen Unterschied. Ja eben, es macht keinen Unterschied. Wenn wir die Ressource entfernen, kriegen wir noch Produktion dazu. Weil die Mine zwei von diesen Dingern gibt. So. Abwarten. Der baut die Mine. Wir hatten jetzt, es kostet immer noch zu viel, richtig? 88. Eine Runde. Das ist auch unser Gebiet. Können wir auch wegchoppen. Bams. Ja, ein Spion hat uns Steam Power gestohlen. Boost. Griechenland ist in der Industrial angekommen. Das sind wir quasi auch, aber die sind vermutlich gleichmäßiger. Wir können ja auch mal gleich gucken, wie der aktuelle Stand ist. If your actions inspire others to... Wir sind viertletzter in Science. Das sieht aber schlimmer aus, als es ist, weil unsere Science doch ziemlich gut ist mit 64 im Vergleich zu deren. Wir holen jetzt quasi auf.
Die haben alles mehr, alle mehr erforscht als wir. Aber wir haben halt eine Menge Billigtechnologien ausgelassen. Kultur ist, und sind wir auch ganz gut dabei. Der Pericles hat mehr, aber das ist sowieso so ein Kulturhoshi. Domination ist irrelevant. Und Faith Pattern ist auch irrelevant. Bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Guck nochmal nach den großen. Science for each natural wonder tile here or adjacent. Ja, das sieht eigentlich gut aus, dass wir das bekommen. Und Natural Wonder. Hatten wir das nicht irgendwo? Ach ja, genau das. Here or adjacent. Das heißt, ja, der würde 1500 bekommen. Also so wahnsinnig gut ist der nicht. Ja, doch, das sind schon... Das sind schon drei Technologien, die er uns bringt. Ist schon... Schon okay. Aber es ist jetzt keiner, den ich unbedingt haben wollte. Workshops. Wir brauchen Scientific Theory. Science in the City awards two randomly chosen free technologies. Das wäre auch schon ganz cool. Außerdem drei Great Science Points ist es. Braucht University must be adjacent to campus. Wir sollten auf jeden Fall das hier jetzt erforschen, oder? Wir erforschen das hier zuerst. Kill a unit with a musket man. Das wäre natürlich auch eine Option, dass wir Musket Man erstmal erforschen und gucken wir mal, ob wir Nita haben. Das wäre auf jeden Fall ein ordentlicher Boost. Own three Privateers, die können wir auf jeden Fall nicht bauen. Das mit dem Shipyards, das haben wir so bekommen, was auch cool ist. Wir könnten das 7 Runden. Ja, ist den Musket Man, das gefällt mir aber ganz gut. Build an Armory. Machen wir das. Dann bauen wir die Armory irgendwo hin und dann boosten wir das andere. So, die brauchen auf jeden Fall den Workshop. Der hatte noch 3 Builds übrig. Ne, könnte da jetzt eine Farm noch hinbauen. Oder da einen... Das ist eigentlich ganz okay, wenn wir das jetzt abholzen. Der geht erstmal dahin und macht dann eine Mine rein. Der hat nur noch einen Charge, den nehmen wir mal. Na, wahrscheinlich werden wir da zuerst bauen. Weil bis die auf 7 gestiegen sind, wird es wohl noch länger dauern, als bis wir das Geld haben. Die haben 3 Charges, die können auch... Könnten das ja wegmachen und da eine Farm hinbauen. Jawohl. Ne, das können wir wegmachen. Ne, das können wir gar nicht wegmachen. Remove Feature. Ich dachte, das können wir einfach... Ach, damit. 92 Production bekommen wir dadurch. Braucht halt eine Ressource und dann bauen wir da eine Mine hin. Bam. Fertig. Jetzt können wir eine Library bauen in einer Runde. Das machen wir auch direkt für diesen Scientist Point. Ja, oder wir bauen die Industrial Zone. Aber die können wir... Die müssen, da müssen wir 2 Tiles kaufen. Das kann ich mir nicht leisten im Moment. Machen wir das. So. Die können... Das ist nicht unser Gebiet. Dann können die... Doch, die können da nach unten... Nächste Runde greifen wir Indien an. Dann müssen wir mal schauen, wie gut das hier funktioniert. Ich denke mal, die Stadt kriegt man schnell zerquetscht. Und eventuell können wir danach wieder Frieden schließen und die dann nochmal angreifen. Den hier müssen wir so dann erschießen, bevor der was tut. Den Arbeiter können wir klauen.
Wir müssen mal schauen, wie es mit den Elefanten steht und was die mit sonst für Einheiten ankommen. So, und der kann jetzt um die Welt fahren. 3, 3. Ich brauche auf jeden Fall noch eins dieser Teils. Exploration haben wir bald. Okay, machen wir erstmal die Produktion. Da können wir den Market brauchen. Sind 4 Runden fertig. Die können die University bauen, weil ich da kein Geld habe, um was anderes hochzuziehen. Da können wir eine Mine hinsetzen. Ist ja weg. Aha. Das machen wir gleich. Wie sieht es ansonsten mit der... Machen wir erst noch die Arbeiter. Hier kommt eine Mine hin. Der läuft dahin. Der hatte jetzt hier geparkt, um das Industrial Fill machen zu können. Nächste Runde könnten wir das hier kaufen. Und dann könnten wir das boosten. Wahrscheinlich wäre es sogar klüger, den Wald abzuholzen und das damit zu machen. Ja. Wäre eine Idee. Den schicken wir darüber, den darüber. Und dann haben wir das ratzfatz fertig gebaut. Und dann würde ich sagen, erklären wir dem mal den Krieg. Oder ich mache hier einen Schnitt und dann machen wir das beim nächsten Mal. Ja. Also, bis dann. Ciao.